OLED oder QLED? Welches Display ist besser? Gleich vorneweg, es gibt keine richtige Antwort auf diese Fangfrage und man kann eigentlich nur falsch liegen. Ähnlich wie bei der Frage, ob der PC oder die Konsole fürs Gaming besser ist. Kurzum, beide Bildschirmtechniken sind an sich hervorragend. Auch fürs Gaming, egal ob mit dem PC oder der Konsole. Und haben jeweils ihre Stärken und Schwächen, um die es heute in diesem zugegeben etwas ungleichen, aber fairen Display-Duell gehen wird. Mit der 4K UHD-Auflösung und 120 Hz sind TVs eine gute, eine große, aber auch nicht ganz günstige Alternative zu Gaming-Monitoren. Die Unterschiede dieser beiden ähnlich klingenden Pixel-Technologien zeigen wir anhand zwei Stichproben konkurrierender Geräte, rein zufällig von zwei koreanischen Konkurrenten, die beide in ihren Top-Modellen auf die jeweils andere Technik setzen. LG ist die klassische Marke für OLED-Fernseher, während Samsung nicht gerade zufällig die Fernseher mit LCD-Panels samt Quantum-Dot-Schicht QLED nennt. Beide Hersteller haben diese Panel-Technik nicht exklusiv. Es gibt also natürlich eine Reihe anderer Hersteller, die OLED- oder QLED-TVs und noch einige, die auf beiden Hochzeiten tanzen. LG und Samsung sind aber stets Pioniere in den jeweiligen beiden Techniken, weswegen es nahe liegt, zwei Modelle der beiden koreanischen Kolosse gegeneinander antreten zu lassen. Dabei handelt es sich um die folgenden beiden Pixelwände. Im Ring befinden sich von LG das aktuelle TV-Topmodell mit 48er Diagonale, der OLED 48C17LB, der diesjährige C1, so der Serienname, beerbt die letztjährige CX-Serie. Für Gamer war diese ein Meilenstein, da der 48er OLED CX gerade so noch klein genug war, um je nach Geschmack als OLED-Monitor durchzugehen. Mit 4K 120 Hz, HDMI 2.1 und G-Sync FreeSync ist er die OLED-Alternative für den PC-Gamer geworden, für den Konsolenspieler sowieso. Aus PC-Gamer-Sicht hat sich beim diesjährigen C1 kaum etwas Wesentliches geändert. Ähnlich wie bei den Smartphones erscheinen auch Fernseher jährlich neu und es sind entsprechend oft nur kosmetische und softwareseitige Änderungen. Gegenüber in der blauen Ecke testeten wir den Samsung QN85A in 55 Zoll. Gleich vorneweg, hierbei handelt es sich nicht ganz um die Top-Serie, das wäre der QN95A gewesen. Die Unterschiede zu diesem beschränken sich aber größtenteils auf die Ausstattung, etwa bessere Soundanlage oder mehrere HDMI 2.1 Anschlüsse statt nur einem. Das QLED-Panel des QN85A aber ist fast genauso gut wie beim Top-Modell, wenn man von etwas unterschiedlichen Beschichtungen auf dem Panel absieht. Die Display-Qualität ist also größtenteils gleich, daher ist der Vergleich nicht ganz so unfair, wie er vielleicht anfangs scheint und der QN85A genauso ein guter Repräsentant für die QLED-Technik. Auch er bietet die 4K UHD-Auflösung mit bis zu 120 Hz und nun nicht mehr nur FreeSync, sondern kann auch G-Sync. Damit wirbt Samsung aber nicht. Wir haben es aber getestet und erfreulicherweise lief es einwandfrei. In den Vorjahresmodellen machte die variable Bildwiederholrate mit den Nvidia-Karten noch Probleme, während FreeSync und G-Sync bereits auf den OLED der CX-Serie von LG tadellos lief. Das nur vorneweg, jetzt aber auf ins Duell. Wir klappern unsere Messwerte und die jeweiligen Panel-Eigenschaften ab. Die Displayhelligkeit ist für PC-Monitore eigentlich weniger entscheidend, einfach weil alle halbwegs vernünftigen Modelle ein mehr als ausreichendes Maximalniveau bieten. Kurze Erklärung zu den Einheiten. Hier wird die Leuchtdichte angegeben. Die physikalisch korrekte Einheit sind die Candela pro Quadratmeter, im Amerikanischen auch Nits genannt, was aber keine offizielle Maßeinheit ist, weswegen wir sie nicht verwenden. Für Displays auf den Schreibtisch, von denen man nur ca. 1 Meter oder weniger davor sitzt, reichen ca. 150 bis 200 Candela pro Quadratmeter. Fast alle LCD-Monitore kommen auf gut 300. Weniger ist auch gesünder, es ist also auch nicht unbedingt sinnvoll, die Helligkeit voll aufzudrehen und sie sollte so niedrig wie möglich sein, bei Monitoren zumindest. Okay, jetzt habe ich etwas weit ausgeholt, denn bei Fernsehern ist die Maximalhelligkeit doch etwas wichtiger, gerade wenn sie für ein helles Wohnzimmer stark genug leuchten müssen. Hier gibt es auch schon den ersten gravierenden Unterschied zwischen OLEDs und QLEDs, beziehungsweise allen LCD-TVs. OLEDs haben eine kleine Schwäche in der Helligkeit. Sie leuchten nämlich nicht besonders stark und der LG-TV kommt hier auf maximal 220. Für den Zockerbunker im Keller oder am Abend ist das absolut ausreichend, aber fürs lichtdurchflutete Wohnzimmer könnte das zu wenig sein.
Der Samsung QLED leuchtet fast 700 Candela pro Quadratmeter, was fast schon zu viel ist, wenn das Panel nicht das Tageslicht kompensieren muss. Wie gesagt, mehr ist nicht unbedingt besser, es kommt hier eben auf den Standort, Tageszeit und Einsatzzweck an. Die Minimalhelligkeit hingegen ist hier entsprechend umso wichtiger, denn abends soll ein zu helles Panel auch nicht blenden. Beide Fernseher lassen sich hier auf eine zweistellige Leuchtdichte dimmen, also um die 30 Candela pro Quadratmeter, was ein gutes, niedriges Ergebnis für die Abendstunden ist. HDR ist die Paradedisziplin von Fernsehern. Während HDR bei Monitoren noch nicht so recht angekommen ist, da entweder qualitativ deutlich schlechter oder eben deutlich teurer. Wie gut HDR letztlich an einem Display funktioniert, hängt von vielerlei Eigenschaften ab. Zum einen der Farbtiefe, die mit 10 Bit hier bei beiden gleich gegeben ist. Zum anderen vom Kontrast, der bei OLED naturgemäß deutlich höher ist, also nicht nur bei einem HDR-Bild, sondern auch standardmäßig. OLED-Panels haben den Vorteil der selbstleuchtenden Pixel. Wird schwarz einfach dargestellt, leuchten sie einfach nicht. LCD-Panels brauchen immer eine Hintergrundbeleuchtung. In der HDR-Darstellung wird das zwar durch ein sogenanntes Local Dimming kompensiert, die jedes Jahr immer mehr, also immer feiner ansteuerbar sind. Trotzdem gibt es gerade bei starken Kontrasten noch gelegentlich nachleuchtende Kanten und die Qualität ist hier zwar gut, aber nie so gut wie bei OLEDs, wo quasi jeder Pixel seine eigene Dimmzone ist. Wer gewinnt nun in dieser Disziplin? Beide, denn HDR-Darstellung ist bei beiden Fernsehern hervorragend. Nun kommt der LG OLED mit knapp 700 in der punktuellen Spitze gerade mal auf die Hälfte der HDR-Helligkeit eines Samsung QLEDs mit seinen 1400. Aber hier gilt das gleiche wie für die vollflächige Helligkeit, mehr ist nicht unbedingt besser und letztlich kommt es auch hier auf die Lichtumgebung an. QLEDs sind im Hellen hier einfach im Vorteil, OLEDs dafür im Kontrast. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Der Kontrast ist im Allgemeinen, wie schon gesagt, bei OLEDs immer besser als der eines jeden LCD-Panels, was die QLEDs auch sind. OLEDs können fast absolutes Schwarz darstellen. Nun betone ich bewusst fast, da die Resthelligkeit benachbarter Pixel immer etwas abstrahlt. Die Samsung Neo QLEDs verfügen über ein Mini-LED-Hintergrundlicht, was nicht mit den Micro-LEDs zu verwechseln sind, welche wie OLEDs selbstleuchtende Pixel haben. Bislang handelt es sich bei den QLEDs um VA-Panels, welche unter den LCDs den besten Kontrast, weil niedrigsten Schwarzwert lieferten. VA kommt auf ein Verhältnis um die 3000:1, während IPS immer so um die 1000:1 schwankt. Seit diesem Jahr setzt Samsung aber auf die IPS-ähnlichen ADS-Panels, die zwar nicht ganz so kontraststark, dafür aber blickwinkelstabiler sind. VR-Panels haben zudem eine Schwäche in den Reaktionszeiten, die nun nicht mehr auftritt, aber dazu später mehr. Im Kontrast jedenfalls haben OLED-Panels die Nase stets vorne. Mindestens genauso wichtig ist, wie viele verschiedene Farben so ein Display innerhalb dieser großen Kontrastspanne anzeigen kann. Beide Panels bieten eine Farbtiefe über 10 Bit und decken den für HDR-relevanten DCI-P3-Farbraum größtenteils ab. Vergleichen wir die gemessenen Farbvolumen beider Fernseher, können wir erkennen, dass das Samsung-Panel über einen etwas größeren Farbraum verfügt. Aber Vorsicht, der zu 99% in der Praxis verwendete sRGB-Farbraum wird von beiden Panels voll abgedeckt, sodass man nur wegen des höheren Farbraums nicht unbedingt mehr Farben entdeckt. Hier handelt es sich um kleine Nuancen, wenn auch das Ausgangsmaterial größere Farbräume verwendet, was meist nur in HDR-Videos oder HDR-Spielen der Fall ist. Wir kommen zur Disziplin, in der Monitore den Fernsehern stets voraus waren, der Bewegtbildschärfe. Dank hoher Bildfrequenzen und kurzer Reaktionszeiten war das Bewegtbild bei Gaming-Monitoren stets schärfer. Das hat sich in den letzten Jahren dank HDMI 2.1 nun bei TVs geändert. Bei HDMI 2.0 war die Bandbreite noch nicht hoch genug für 4K und 120 Hz. Kurz vorneweg zum Verständnis, je höher die Bildfrequenz, umso schärfer das Bewegtbild. Und umso kürzer die Reaktionszeit, umso geringer die Schlieren, welche die Bewegungen nach sich ziehen. OLEDs und QLEDs waren da lange zwei Gegensätze.
OLEDs haben technisch bedingt sehr kurze Reaktionszeiten von nur 0,1 Millisekunden. Da kommt kein LCD-Panel hin. Mit 60 Hertz bringt einem die derart kurze Reaktionszeit aber auch nichts, wenn das Bild an sich nicht sonderlich scharf ist. Die 120 Hertz bei QLEDs sehen einfach deutlich schärfer aus, trotz höherer Reaktionszeiten. Die VA-Panels, denen QLEDs lange zugrunde lagen, haben aber eine markante Schwäche in dunklen Farben. Im Durchschnitt aller Farbwechsel war die Reaktionszeit zwar immer noch niedrig, aber in kontrastarmen dunklen Farbwechseln gibt es einige Ausreißer im zweistelligen Millisekundenbereich. Nun klingt das dramatischer als es ist, denn in kontrastarmen und dunklen Farbwechseln fallen die Schlieren weniger auf als in kontraststarken. In unserem Test mit dem UFO waren aber stets stärkere Schlieren mit dunklem Hintergrund zu sehen als mit hellem. Das hat sich nun aber mit den IPS-ähnlichen neuen Samsung ADS-Panels geändert. IPS, entsprechend auch ADS, kommt auf ziemlich kurze Reaktionszeiten. In unserer Messreihe von 20 Farbwechseln kommt der QN85A auf einen Durchschnitt von 5,8 Millisekunden, was von schnellen IPS-Monitoren zwar nochmal deutlich unterboten wird, aber für 120 Hertz schnell genug ist, um für ein ziemlich schlierenfreies Bild zu sorgen. Ja, OLEDs sind in der Reaktionszeit unschlagbar niedrig. Aber letztlich ist das für die Praxis auch nicht unbedingt relevant, nicht einmal für einen kürzeren Input-Lag, da das Bild ja dort mit 120 Hertz, also alle 8,3 Millisekunden aktualisiert ist. Würde es allein um die Reaktionszeit gehen, hätte das OLED-Display diese Disziplin gewonnen. Wir aber entscheiden den praktischen Nutzen und letztlich das, was man auch sieht. Und schließlich zeigen die Test-UFO-Vergleichsbilder, dass beide Panels bei gleicher Bildfrequenz, also 120 Hertz, eine nahezu gleich gute Schärfe bieten und die Schlieren bei beiden so gut wie nicht vorhanden sind. Mittlerweile hat jeder Fernseher einen Modus fürs Gaming, der eventuelle Bildoptimierungen deaktiviert. Meist wird der schon anhand der Signalquelle erkannt, so auch bei diesen beiden Fernsehern. Wir messen mit zweierlei Methoden, da beide unterschiedliche Aussagekraft haben. Da wäre zum einen das sogenannte Leo-Bodner-Tool, womit wir die Verzögerung des Bildprozessors messen. An der oberen Kante beinhaltet dieser Wert noch nicht die Bildaufbauzeit, welche durch die Bildfrequenz, also 120 Hz, bestimmt wird. Beide Fernseher kommen auf niedrige, hervorragende Werte, 5,0 Millisekunden beim LG OLED und nur 2,7 Millisekunden beim Samsung QLED. Niedriger geht es auch bei Monitoren kaum. Das ist schon ein E-Sport-taugliches Niveau. Multiplayer-Shooter sind also absolut möglich auf diesen Fernsehern, wenn auch hier für kompetitive Matches ein kleinerer Bildschirm mit höherer Frequenz von 240 oder gar 360 Hertz sinnvoller wäre. Für den Otto-Normal-Gamer aber wären selbst etwas höhere Werte noch akzeptabel bzw. nicht spürbar. So ab 30 bis 40 Millisekunden fängt man an, die Verzögerung zu spüren, wobei selbst das für Singleplayer-Spiele noch absolut im Rahmen wäre. Wir verifizieren die Messung mit einer praxisnäheren Methode, dem sogenannten NVIDIA LDAT, welches aber vom Klick über die Signalverarbeitung im PC den gesamten Rattenschwanz beinhaltet. Deswegen ist der absolute Wert hier auch höher, aber die Methode hat noch immer eine relative Aussagekraft, also im Vergleich. Aber auch hier schneiden beide Fernseher genauso hervorragend ab. Nun ist der Samsung hier zwar auch etwas vor dem LG, aber auch das ist wirklich nur eine Nasenlänge und für die Praxis irrelevant. Daher wäre es auch hier unfair, dem Samsung hier einen Punkt zu geben und dem LG keinen. Deswegen punkten auch hier beide Geräte. Soweit zu den harten Fakten, den Messwerten. Im direkten Duell zwischen den beiden Panel-Technologien gibt es aber noch eine Reihe weiterer Kriterien, die kaufentscheidend sein können, aber ziemlich subjektiv bewertet werden. Die wollen wir auch hier nicht unerwähnt lassen. LG wirbt vornehmlich mit G-Sync, da läuft wohl eine Kooperation mit Nvidia. Und Samsung nennt nur FreeSync, aber faktisch funktioniert beides bei beiden. Endlich auch beim Samsung QLED, denn das Vorjahresmodell war noch nicht kompatibel mit G-Sync, das hat sich nun geändert. Da wäre das Einbrennrisiko. Das ist bei LCDs generell, so auch beim Samsung QLED, grundsätzlich niedriger als bei OLEDs. Während ein Monitor für einen 8-Stunden-Tag gerüstet sein muss, läuft ein TV nur wenige Stunden am Tag und meist mit wechselnden Bildelementen, die sich nicht einbrennen können. Das ist mitunter ein Grund, weswegen OLED-Panels einfach so gut wie gar nicht in Monitoren zum Einsatz kommen. Bei Fernsehern ist das wegen kaum statischen Elementen absolut kein Thema.
mit dem Windows-Desktop oder Statusleisten in Spielen schon eher. Aber auch nur dann, wenn wirklich exzessiv gezockt wird oder das OLED als Monitorersatz missbraucht wird. Samsung hingegen dimmt die Hintergrundhelligkeit, also hier die Mini-LEDs, mit der sogenannten Pulsweitenmodulation, kurz PWM. Das ist ein Flimmern, das man wegen der hohen Frequenz zwar nicht sieht, dem aber nachgesagt wird, es würde die Augen stärker anstrengen. Deswegen Monitorhersteller gerne mit Flicker-Free werben und auf PWM verzichten, indem sie mit Gleichstrom dimmen. Ein niederfrequentes Dimmen, etwa unter 100 Hz, kann anstrengend für die Augen sein, keine Frage. Manch einer schwört auch davon, Kopfweh zu bekommen. Nun flimmern die Mini-LEDs des Samsung aber mit 960 Hz, also mit ziemlich hoher Frequenz. Zum einen ist weder wissenschaftlich nachgewiesen, ob das Auge derart schnelles Flimmern erkennen kann, noch der Zusammenhang zwischen dem Flimmern und einem schnell ermüdenden Auge. Von anderen schädlichen Wirkungen ganz zu schweigen. Wie beim Einbrennen kommt es auch hier drauf an, ob man an den Nachteil glaubt und ob man exzessiv davor sitzt oder nicht. Und wer gewinnt? Echt schwer zu sagen, nach wie vor. Ich bin echt kein Fan von solchen verkürzten Darstellungen. Müssten wir aber all diese Merkmale auf eine Checkliste herunterbrechen, kommen beide auf einen Gleichstand. Aber das zeigt, wie schwierig so eine Bewertung trotz all der technischen Fakten noch ist und sie letztlich einfach individuell vorgenommen werden muss. Genauso wie bei anderen Glaubensfragen, wie etwa ob das Christentum oder der Islam die bessere Religion, der FC Bayern oder Borussia Dortmund der bessere Verein oder Helene Fischer oder Florian Silbereisen der nervigere Schlagerstar sei. Wobei der Silbereisen mit der komischen Trompete fast schon witzig ist und die Helene wirklich nerviger sind, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Okay, wieder ernsthaft. Wir können und wollen hier keinen klaren Sieger küren. Beide Displays sind ziemlich gut und letztlich bleibt die Panelfrage einfach die Glaubensfrage. Na gut, eine pauschale Empfehlung gibt es vielleicht doch, die man jetzt schon hier und da rausgehört hat. Helles Zimmer, dann QLED. Kellerkind oder Nachtzucker eher OLED. Aber man nagle mich bitte nicht drauf fest. Zum Schluss noch eine Plattitüde. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Da hilft nur selber essen, anschauen, also sich seine eigene Meinung bilden. Und sowieso auch liken und abonnieren. Bis dahin, ich hoffe geholfen zu haben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.